Herzlich willkommen heute zum Ferrari, zum Bentley, der Persönlichkeitstest weltweit, zum Birkmann-Test. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir helfen Menschen dabei, ihr Unternehmen aufzubauen, aber auch eine bessere, erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeit zu werden. Und die große Frage ist, was muss ein Unternehmer mitbringen, damit er auch erfolgreich wird, die lange Strecke durch die Wüste, durch die Stürme und durch alle Herausforderungen im Gebirge des Marktes bestehen zu können. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass du dich auch kennst in Bezug auf dein Bedürfnis zum Thema Freiheit. Also ist dir Persönlichkeit, ist dir persönliche Unabhängigkeit, ist dir das wichtig? Brauchst du das? Kannst du das? Und wir gucken heute mal ein bisschen tiefer rein, wie beim Birkmann-Test das herausgefunden werden kann. Schauen wir uns nun das erste an. Da geht es um das Normalverhalten. Es gibt hier zwei große Extreme, wie Menschen sich verhalten. Und die ganz Rechten, nun, das sind Menschen, wenn hier die Auswertung stehen würde, individualistisch zu sein, egal wo die hinkommen, ob die zu einer Beerdigung oder zu einer Hochzeitsfeier kommen, die kommen selten angepasst, wie es sich gehört, die kommen meistens so, wie es ihnen gerade geht. Das heißt, wenn die gesamte Corona, die gesamte Menge, die Trauerfeier alle in Schwarz kommen, nun, dann kommt der in Rot, in Blau, in Lila, in Gelb. Also der trägt auch eine Frisur, die man normalerweise angemessen zu solchen Situationen nicht trägt. Das sind also Menschen, die sehr individualistisch sind. Das hat Vorteile als Unternehmer, das hat Nachteile. Auf der einen Seite fällst du auf, du bist merkwürdig, andere merken sich dich. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich in einer Beratungsbranche tätig bist, wo erwartet wird, dass du mit Krawatte und Anzug kommst, nun, und du kommst das in Shorts, in Bermuda-Shorts und ein Hawaii-Hemd, das könnte dann nachteilig werden. Das hängt aber immer vom Kontext ab. Nun, und die andere Seite, das sind natürlich Menschen vom Normalverhalten, die sehr konservativ sind, also die verstehen, wie die meisten denken und sich verhalten, die also das Gefühl haben, sich den Gruppen, da wo sie hingehen, auch anpassen zu können. Die richten ihr Normalverhalten danach, was ist angemessen, was dient anderen Menschen. Ich zum Beispiel bin sehr gerne unterwegs, auch draußen im Gelände, mache mein Feuer, mache ein Essen und sitze dann auch gerne mal im Dreck oder auf dem Stein. Das ist auch meine Lieblingskleidung, die ist bequem, die ist funktional und ist, hält auch lange. Nur, meine Kunden wollen das nicht. Die wollen lieber das, was ich heute anhabe und deshalb ziehe ich mich auch so an. Und das ist auch eine wichtige Fähigkeit als Unternehmer, sich dort hineinversetzen zu können und sich anzupassen. Und natürlich die Mitte, die 50-50, die Balance, das ist die Fähigkeit, beides zu können. Sowohl aufzufallen, anders zu sein als andere, sich vielleicht auch abzugrenzen im Verhalten, aber trotzdem zu verstehen, wie die meisten denken und sich danach richten können, aber nicht zu müssen. Das Besondere ist nur, du kannst dieses Normalverhalten nur einsetzen, wenn du deine Bedürfnisse kennst. Das heißt also auch hier ist es wieder wichtig zu wissen, was brauchst du, damit du deine Stärken einsetzen kannst. Und hier gibt es zwei extreme Bedürfnisse. Das eine ist, sind die Menschen, die dann ganz gerne in der Rentenversicherung arbeiten, beim Finanzamt arbeiten, bei der IHK, also bei öffentlichen Institutionen arbeiten, wo sich nicht allzu viel verändert. Also eine berechenbare Umgebung. Man kommt zur Arbeit und es ist genauso wie vor 20 Jahren. Nichts ändert sich. Nun, als Unternehmer ist das natürlich häufig anders. Wenn du in einem Startup arbeitest, da kann es sein, dass du heute die Firma da ist, morgen da ist, der ist weg, neuer Mitarbeiter, wir machen die Prozesse, alles anders, alles ändert sich. Das würde diese Person natürlich in Stress bringen. Auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, das andere Extrem, die brauchen sehr, sehr viele Möglichkeiten, individualistisch zu sein. Die müssen also die Freiheiten haben, all das, was sie denken und tun und wünschen, auch ausleben zu können. Nun, und wenn du mit so einem Bedürfnis bei der Bundeswehr Soldat wirst und die Kleiderordnung und Haarschnitt und dein Bettenbau und deine Schrankordnung vorgegeben wird, das kann sein, dass dich das relativ schnell in Stress bringt, dann bist du für solche Berufe nicht geeignet. Dann solltest du etwas suchen, wo du jeden Tag alles neu machen kannst. Und tatsächlich sind natürlich auch hier Menschen, die dieses Bedürfnis haben, häufiger Unternehmer und selbstständig. Bei mir ist das beispielsweise auch ein Grund, dass ich Freiheiten brauche, alles anders zu machen. Man sagt so, die Freiheit zu haben, die eigenen Prozesse und Regeln, die man aufgestellt hat, morgen auch ändern zu können. Das geht natürlich als selbstständiger Unternehmer leichter, als wenn man in irgendeiner großen, ja, einem großen Gefüge, ein kleines Rädchen ist. Der Vorteil ist aber, dass dieses Rädchen nicht darauf verlassen kann, dass das Getriebe wahrscheinlich morgen genauso sein wird wie die nächsten 50 Jahre. Hier ist also deine Aufgabe herauszufinden, was brauchst du? Brauchst du das eine Extrem, brauchst du das andere oder brauchst du einen Mix aus beiden? Und dann sicherzustellen, dass du dir einen Kontext suchst, einen Rahmen suchst, wo du die Chance hast,
deine Bedürfnisse, dein Bedürfnistank aufzufüllen, dass der immer hübsch voll ist. Denn wenn er nur hier unten so klein ist, nun, dann kannst du deine ganzen Stärken, das Einfühlungsvermögen, des angepassten, angemessenen Verhaltens oder das individualistische aufzufallen, anders zu sein, das kannst du dann nicht mehr einsetzen. Und genauso ist es wichtig, wenn du sagst, ich brauche eine berechenbare Umgebung. Nun, dann such dir einen Platz, einen Ort, ein System, einen Kontext, wo du das bekommst, wo dein Tank immer möglichst voll ist. Wird aber diese rote Linie unterstrichen, nun, dann geht es hier nach unten. Und dann gibt es Stress. Stress gibt es also immer dann, wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und Stress hat den großen Nachteil, dass deine Stärken, dein Wissen, dein Gehirn, wie bei der Prüfung und Blackout, abgeschaltet wird. Du machst also etwas völlig anderes. Und Birkmann findet das heraus, was du machst. Wenn du beispielsweise eine berechenbare Umgebung brauchst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich unbehaglich fühlst, wenn etwas Neues kommt. Widerstand gegen Neuen. Du kommst in Stress. Auf einmal heißt die Firma anders, auf einmal ist der Ort anders. Wir haben neue Produkte, wir haben neue Preislisten, wir haben neue Kunden, wir haben neue Mitarbeiter. Das wird dann für dich sehr, sehr unbehaglich und sogar stressig werden. Das Interessante ist, dass diese Menschen genau diese Freiräume brauchen, dass sie selbst gestalten können, dass sie individualistisch sein können, von der Kleidung, vom Verhalten her. Und wenn sie das nicht bekommen, nun, dann sieht der Stress so aus, dass diese Menschen dann um jeden Preis dafür sorgen, anders zu sein. Die sind also verhaltensauffällig. Nun, so wie in der Schule, dann die Lehrer dem Kind genau vorschreiben, wie es zu sein hat. Und dann kommt dieses Kind in Stress und ist um jeden Preis anders. Nun, was macht der Lehrer? Der empfiehlt dann dringend zum Arzt zu gehen, Ritalin zu verschreiben. Ist ja ADHS-Kind. Nein, dieses Kind kann auch nur im Stress sein, weil diesem Kind der Freiraum fehlt, individualistisch zu sein, eigene Interessen auszuleben, von der Kleidung, vom Verhalten, von der Art und Weise, wie die Hausaufgaben gemacht haben, wie gelernt wird. All das ist die Freiheit. Nun, bei mir war es tatsächlich so, dass ich in der Schule dann selbst mir meine Lehrpläne gemacht habe. Ich habe dann entschieden, zu welchen Stunden ich hingehe und wann ich meine Hausaufgaben selbst mache und wo ich abschreibe, welche Kurse ich mache, welche Lehrpläne ich mache und welche Ausbildung ich mache. Das habe ich natürlich auch später in der Behörde gemacht. Und nun, da ist es besser, wenn man so ein Profil hat. Ich selbst war natürlich häufig in Konflikten mit meinem Vorgesetzten, weil ich häufig auch wusste, wie man es anders oder besser machen kann. Oder für mich war es einfach wichtig, die Dinge anders zu machen. Nun, und das ist nicht schlecht, dass du vielleicht so bist. Schlecht ist nur, wenn du im falschen Kontext bist. Als Unternehmer, als Selbstständiger ist das natürlich super, wenn du hier in der Mitte bist, wenn du beides kannst. Du kannst dich abheben von anderen und abgrenzen, aber du kannst dich auch angemessen verhalten, den Komfort wahren, sagen wir. Und genauso wichtig ist es zu erkennen, wo du hier bist. Brauchst du hier ein berechenbares System? Nun, vielleicht ist ein Franchise-System, wo alles fertig ist, geplant ist, besser für dich. Oder eine Betriebsübernahme in dieser Art und Weise zu gestalten, dass für dich alles gleich bleibt oder ähnlich bleibt. Wenn du natürlich sagst, du brauchst mehr viel Freiraum, dann ist ein Franchise-System oder ein fertiger Betrieb nicht ganz so, wo du dann das Bedürfnis hast, alles umzugestalten und eher den Erfolg gefährdest. Dann starte dann vielleicht lieber neu mit deinem Unternehmen, mach alles selbst allein und baue es dir so auf, wie du es brauchst. Nun, alle Unternehmen sind irgendwann genau durch solche Menschen entstanden. Und wenn du das hier unten hier wahrnimmst, dann sei nicht traurig und mach die Vorwürfe, denn das sind Symptome, das sind Anzeiger, Kennzeichengeber. Das, was hier oben nicht stimmt, dass deine Bedürfnistanks leer sind. Das heißt, wenn du das hier unten hast, arbeite nicht dagegen, wie Don Quixote gegen Windmühlen, sondern suche lieber dir die Ressourcen zusammen, die du brauchst, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Denn wenn du deine Bedürfnistanks voll hast, dann kommst du nicht in Stress. Und du kannst hier oben dein Normalverhalten einsetzen. Was ist nun veränderbar? Nun, dein Stressverhalten ist nicht veränderbar. Das ist irgendwo tief angelegt in deinem Unterbewusstsein. Du kannst nur zwei Sachen verändern. Du kannst deine Fähigkeiten verändern. Wenn du hier bist, kannst du in die Mitte. Wenn du hier rechts außen bist, kannst du auch in die Mitte. Und wenn du in der Mitte bist und eher dahin willst, weil du Künstler bist, nun, dann gehst du vielleicht in diese Richtung. Das kannst du lernen durch Fortbildung, durch Weiterbildung, durch Coaching, durch Training. Und das hier unten, das kannst du auch nicht wirklich ändern. Du kannst nur deinen Kontext, deine Umgebung, deine Menschen ändern, mit denen du dich umgibst. Hier ist also deine Aufgabe, dir die richtige, in dem Fall vielleicht Geschäftsidee zu suchen, die dir das gibt, was du brauchst. Entweder Sicherheit und Berechenbarkeit oder Freiheit ohne Ende, wo dich niemand außer das Finanzamt vielleicht begrenzt in deinem Handeln, wo du die maximale Freiheit hast, wenig Zulassung, wenig Auflagen, wenig Beschränkung, sondern Gas geben kannst. Solltest du Fragen haben bei deiner Geschäftsidee,
oder bei deiner Persönlichkeitsentwicklung, Kontextentwicklung, dann kannst du gerne unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Du kannst aber gerne auch auf unsere Seite gehen und den Birkman-Test machen und dir zwischen den 12 Handbüchern selbst eine Auswahl zusammenstellen, was du haben möchtest. Einzelne Handbücher oder alles mit Anti-Stress-Handbuch oder ohne und auch gerne mit Auswertung mit einem Coach oder ohne. Ich wünsche dir viel Erfolg, abonniere gerne unseren Kanal und empfehle uns weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.